Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ja, ich bin im Hause Greimers, Noah Greimers. Und wir schauen mal direkt rein, was heute hier los ist. Noah ist fleißig am Trainieren. Ja, er braucht noch Körperpunkte für eine weitere Beförderung. Unsere Maria lernt, die lernt gerade kochen. Greta sitzt auch da hinten und lernt Physiologie. Und, einen Kochpunkt haben wir ja schon bekommen. Und Ivis, der spielt. Hatte ich nicht mal gesagt, du sollst chatten mit Pia. Ups. Oh, was ist denn das? Was habe ich denn hier? Schocker. Das ist doch wirklich Maria. Nee, das ist eine andere, oder? Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Das ist ja, das ist im Flur. Das hatte ich mal. Oh, guck mal, das hängt hier und das hängt auch nochmal da. Na egal. Keine Ahnung, wer das ist. Nee, das ist nicht unsere Maria. Das soll halt irgendwie sowas in die Richtung sein. Sag mal, will Pia nicht chatten mit mir? Internetrecherche über Spiele. Was für ein Hobby hast du nochmal? Basteln, glaube ich, war, oder? Nee, Spiele. Deswegen willst du andauernd spielen hier. Hier, den Nachbarn machen wir den Lärm. Eieieiei. Ja, übrigens funktioniert das immer noch nicht mit Postzahlen. Oh, man könnte aber hier Miete bezahlen, zumindest. Wenn schon nicht die Post, ne, dann bezahlen wir mal die Miete. Vielleicht kann er die Post ja mitbringen. Mal schauen. Gott, oh Gott. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann werden wir rausgeschmissen, oder? Komm. Das hat funktioniert, aber unser Postabholteil, das funktioniert irgendwie immer noch nicht. Naja, mal schauen. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was dann passiert. Ja. Schauen wir einfach mal, ne? Oh, da steht noch was. Das können wir aufräumen. Hier. Waffeln oder was das war. So. Ja. Die sind irgendwie alle beschäftigt gerade. Ich habe gar nicht viel zu tun. Beide hier. Und unser fleißiger. Komm schon. Ich spule mal ein bisschen vor. Juhu. Nee, das ist das Kochen. Du. Oh. Sie hat auch Physiologie jetzt geschafft. Bei dir würde ich jetzt erstmal sagen, hallo, geh mal erstmal ins Bad. Dann benutzt du nochmal die Toilette und dann kannst du schlafen gehen. Er hat jetzt leider den Punkt nicht bekommen. So ein Mist. Naja. Okay, Greta, wie geht es dir? Greta, du gehst mal gerade auf die, also in das Bad. Und danach darfst du auch nochmal eine Runde schlafen gehen. Und Maria wartet jetzt einfach mal. Die lernt erstmal weiter. Ivis, naja, Gila füttern und mal säubern. Das wäre nicht schlecht. Irgendwo da oben ist gerade was kaputt gegangen. Und legt den Rest nochmal wieder weg. Genau. Kann man mit dem Typen eigentlich reden? Abhängen. Ich hänge einfach mal mit unserem Vermieter ab da draußen. So. Wo ist er denn? Da ist er. Wo ist er? Da ist er. Ja, da ist er hier. Maria lernt noch. Und unsere Gesa ist fertig. Ist es fertig. Dann, oh, das war das, was ich gehört hatte. Reinigen. Wie viele Mechanikpunkte habe ich schon? Ein paar zumindest. Na denn. Ja. Mach mal. La 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 dem. Und tschak, 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 tschak. Ich würde sie ja unheimlich gerne jetzt ins Schwimmbad schicken. Und damit sie, Spaß hat und
ihren Körper einfach auch, ja, wie soll ich sagen, also Körperpunkt halt einfach bekommt. Aber ich weiß nicht, wenn ich es jetzt nach unten schicke und da drauf mache, ob ihr das Spaß macht. Aber sie können das machen. Wie viele Logipunkte hat sie? Noch nicht so viele. Dann. Die zwei da vorne. Jetzt gucke ich mal, wie gut kennst du ihn schon? Oh. Irgendwie habe ich mich anscheinend mit ihm schon öfters mal unterhalten. Mag ja auch ein guter Freund sein, ne? Wenn man gut Freund mit dem Vermieter ist, vielleicht. Also wir haben immerhin 3000 irgendwas bezahlt, ja. Also es war schon. Also für eine Woche ist das schon heftig viel. Also muss man da erstmal verdienen in der Woche, ja. Unser Noah verdient ja auch nicht die Welt. Der verdient gerade mal 893 pro Tag. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob er an seinen freien Tagen auch Geld nach Hause bringt. Das kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Maria arbeitet ja gar nicht. Ja, die muss ja immer hier sein, wenn die Kinder nach Hause kommen. Die will ja auch einfach nur Goldhochzeit feiern, ja. Das andere will sie ja gar nicht. Oder, also, möchte sie, braucht sie nicht unbedingt so. Naja, gut, so, Ives, ich würde jetzt mal aber trotzdem mal sagen, dass du auch mal hier oben duschen gehst, dann nochmal die Akne-Creme drauf machst und, gut, du darfst nochmal kurz Spiele spielen gehen hier oben und danach gehst du dann ins Bett. Er schläft. So, dann gucke ich mal so ein bisschen unsere Maria zu. Ich spule mal ein bisschen vor, dass sie hier den Spaßlevel vorne hat. Wartet mal so. Tschakka, tschakka, tschakka. Bei ihr kann ich ja wirklich alles im Grunde machen. So, dann die Gesa, die wird aufgeweckt. Darf sich was aus dem Kühlschrank nehmen. Und, ja, ich sag mal so, ich höre jetzt gerade mal kurz auf. Und das recycle ich noch. So, sie nimmt nochmal den Rest davon. Ich glaube, Noah fährt in einer Stunde. Die Kinder doch eigentlich auch. Ich muss die Kinder hier mal extra hinschicken. Dann gehe ich nochmal was essen. So, Noah wecke ich jetzt auch mal auf. Ist noch was übrig? Nö. Und dann nehme ich einfach nochmal andere Reste. Und Ives? Ives? Ives! Schlaf noch eine Runde. Ives schicke ich nochmal kurz ins Bett. So. Jamo. Ja, nimmt noch ein paar Toasties hier. So. Naja, Maria darf dann den Rest weglegen. Ich bin deswegen schon überlegen, ob ich mit Maria nicht irgendwo hinfahre, wo sie schwimmen gehen kann. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. So, ja, also er muss jetzt quasi zur Arbeit. Ich spule mal ein bisschen noch vor. Ja, ein bisschen kommen, essen. Freundschaft hast du jetzt noch oben gemacht. So, und jetzt. So rum wollte ich es machen. Ah, nein. Okay, ich, wartet mal. Zur Arbeit gehen hier. Komm, geh. Damit du nicht zu spät kommst. Ich weiß, die Beförderung wirst du heute auch nicht mit nach Hause bringen, aber okay. So, du darfst. Seifenblasen machen? Nein. Zur Schule gehen. Aber das mit den Seifenblasen machen, das möchte ich gerne gerade nochmal sehen. Hey, guck mal, die kann Seifenblasen machen. Können das nur Kinder? Ich weiß gar nicht, beim Erwachsenen habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen. Und Ives. Aufstehen. Ives. Zur Schule gehen. So, ihr seid nämlich auch schon zu spät dran. Okay, so, Maria, die darf hier noch abspülen. So,
ja, sie ist eigentlich viel zu müde dazu. Also ich lasse sie baden und säubern und dann noch eine Runde schlafen gehen. Guck mal, sie macht voll die Blasen hinten dran. Das ist ja cool. Voll die Blasen. So, ich habe jetzt 10 Uhr und um 10 Uhr ja, höre ich ja eigentlich mal mit dem Part auf. Auch wenn es jetzt heute mal ein nicht so langer Part irgendwie war. Ich kann jetzt auch nichts. Ich habe jetzt auch nichts, was ich jetzt, sage ich mal, umräumen möchte hier. Wobei eines stört mich ein bisschen, dass ich hier unten. Ach doch, da habe ich doch ein Regal zum Lernen. Warum habe ich denn das letztendlich nicht gesehen? Naja, gut, okay. Ja, das passt schon so. Warte mal, ich mache mal ganz kurz noch, genau. Da könnten wir doch auch noch ein Bild hinhängen. Irgendein Bild. Jetzt eins, was nicht so alt ist. Eine Vase wäre auch nicht schlecht. Habe ich gesagt, was nicht so alt ist? Ich meine natürlich, was nicht so super sportlich. Das ist irgendwie was von unserem Noah. Was, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, also nicht so super teuer. So wollte ich eigentlich ursprünglich sagen. So, die Küche finde ich eigentlich so auch ganz süß. Ja, so hier mit dem Weinregal, mit den drei Stühlen. Okay, mehr kann ich nicht machen, auch wenn wir jetzt zu viert sind. Aber es kommt ja eh sehr selten vor, dass sie alle gleichzeitig essen. Und außerdem haben wir ja draußen auch nochmal 4 Sitzplätze. So. Naja. Wollte ich hier oben noch irgendwas machen? Ich schaue mal ganz kurz so ein bisschen von oben herein. Ja, nö. Guck mal, ich habe hier sogar auch meine Handtücher drin, ne? So. Was hat die gerade gemacht? Bringt die gerade noch was? Oh, ich fürchte, sie hat noch was gebracht. Oh, nee. Oh mein Gott, guckt mal, das sind rote Dinge. Und noch ein. Wir müssen ausziehen. Noch ein. Was ist denn das? Das ist jetzt voll der Bug hier. Sie bringt einen nach den anderen. Oh mein Gott. Ich fürchte, sie wird jetzt hier die ganze Zeit stehen bleiben und weitermachen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Müssen wir ausziehen? Soll ich mit Familie Kreimers hier ausziehen? Was meint ihr? In ein Haus ziehen? Ich weiß nicht. Ich mag wirklich dieses Appartementleben nicht. Da habe ich jedes Mal irgendwie so Probleme. Bis auf bei der Familie da drüben hatte ich die noch nicht. Aber selbst bei denen könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, komm, ich lasse sie dann jetzt dann alle ausziehen, weil die sowieso ins College gehen. Und danach ja, soll sich jeder noch ein eigenes Haus suchen oder so. Statt ein Appartement. Ja, was meint ihr? Soll ich mit Familie Kreimers dann ausziehen das nächste Mal? Weil irgendwie das mit dem Post holen, das funktioniert einfach nicht. Naja, sagt mir einfach mal Bescheid. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Und das wird dann nebenan sein, hier bei Familie Neumann. Noch 3 sind da. Bis, ich glaube aber der nächste oder irgendeiner darf schon wieder ins College gehen dann. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.